Keine Zeit für Urlaub. Der Eisbadrekord will gebrochen werden. Wir wissen ja alle, dass Stefan die Kälte liebt. Wir gehen heute Eisbaden, so wie jeden Tag. Aber wir werden ein besonderes Eisbad machen, denn wir werden zu einem zugefrorenen See gehen. Der ist auf 2000 Höhenmetern und wir haben natürlich das richtige Werkzeug dabei. Wenn der See zugefroren ist, müssen wir natürlich auch öffnen, damit wir Eisbaden können. Das ist das Coole auch am Stefan, ne? Jeder andere hätte jetzt irgendwie eine kleine spezielle Eishacke mitgenommen und der guckt wahrscheinlich bei sich in die Scheune oder Garage und denkt sich so, yo, einfach mal die große Spitzhacke mitnehmen. Wie lange müssen wir jetzt hochlaufen? Eine Stunde müssen wir laufen. Wir haben alle Dinos hier dabei. Die sind schon richtig aufgeregt. Die wollen, dass es endlich losgeht. Die oder du? Ich auch. Und eine schöne Axt. Jawohl. Wir gehen Querfeld ein, ist kürzer. Ja, ziehst du mich? Du kannst Ralfi nehmen, der zieht dich hoch. Okay, perfekt. Jawoll. Wir sind an meiner Badewanne angekommen, das ist richtig geil. Es ist noch besser, als ich dachte. Es ist schön zugefroren, es ist kein Schnee oben drauf, deswegen müssen wir keinen Schnee räumen und können direkt anfangen. Und Ralfi freut sich da unten. Es sind 20 cm Eis, so wie vermutet. Das geht schnell. Halbe Stunde haben wir einen schönen Sarkophag hier ausgemeißelt. 2 Meter lang, 1 Meter breit. Und dann kann man sich da reinlegen und die Platte wieder drauflegen. Er hackt sich dann an. Das liebe ich am Stefan. Der macht sich einfach keinen Kopf, was für Klamotten oder mit Absicht auch so bind, wild durcheinander. Das ist einfach ein Typ. Eigenes Grab. Yes, eigenes Grab, Grab. Alte Bundeswehr-Pulli, die gibt es auch schon seit 20 Jahren nicht mehr, glaube ich. Nein! Wir haben noch eine Hacke. In weißer Voraussicht ist das Ersatzwerkzeug mitgebracht worden. Irgendwie geht alles bei dir kaputt. Ja, Mann, scheiße. Kenn ich. Oh, shit. Geil! Ich bin bereit. Ich bin eingebrochen. So wie es sich gehört. Mein Schuh ist jetzt los komplett nass. Aber in weiser Voraussicht habe ich natürlich Badeschlappen mitgebracht. So wie das zweite Werkzeug auch, damit wir die Mission abschließen können, ohne dass ich am Ende barfuß den Berg runterlaufen muss. Das ist so vernünftig. Du strotzt voller Weisheit. Ich bin einfach vernünftig. Geil! Jawohl, leer. Schwierig, auch das hier rauszukriegen. Schiebst runter. Was soll ich machen? So, und weg ist es. Schick, 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 jawohl. Vor dem Eisbad macht es auf jeden Fall Sinn. Was hat der denn da wieder für eine Hose an? Oh, Stefan. Ja, gut. Einen Atemzyklus zu durchlaufen, das heißt eine Sauerstoffsättigung, gezielt komplett einatmen und komplett ausatmen, 30 bis 40 Züge, dann kann man ins Wasser gehen. Ich spring rein, okay, weil kann ich anders. Ah, tief ist zum Glück nicht, jawohl. Ja, hat 1 bis 2 Grad, wie zu erwarten. Schön lehmiger Boden, ist perfekt, angenehm. Jetzt knapp 2 Minuten drin. Es ist brutal kalt, aber es ist geil. Ich merke meinen ganzen Körper, ihr seht die Durchblutung, es brettert einfach nur hier und es fühlt sich mega gut an. Die einzige Tendenz, was man immer hat natürlich, ist, dass man dort, wo weniger Fleisch ist, an den Händen und an den Zehen, dass man so ein leichtes Stechen fühlt, kennt man vielleicht vom Skifahren oder so. Bombe. Jetzt merkt man tendenziell nicht mehr so viel im Körper. Ihr seht schon, einmal in der Farbe, gute Durchblutung, leichter Blaustich an den Knien. Aber das ist einfach nur gut für den Körper. Nicht abtrocknen, habe nur kurz den Schmutz von meinen Schultern weggemacht. Den Körper ganz normal trocknen lassen. Die Wirkung, die das Eisbad auf den Körper hat, auf natürlichem Weg, nicht beeinflussen. Wie fühlst du dich? Geil, ich fühle mich brutal. Ihr seht schon, durch die Blutung hier, überall in den Gelenken leicht bläuliche Anzeichen. Aber gleich wird sich dieser, wie soll man sagen, Missstand meines... Stefan ist so...
Ich finde, der ist immer so, erklärt das so wie so ein Professor, ja, super gut, ja, wir sehen alles blau und alles ist am Zittern und sticht, super gut. Ich finde das einfach bei ihm immer knall, wie das macht. Körpers in ein geiles Gefühl verwandeln. Ich zitter jetzt noch, aber wir laufen jetzt einfach gleich so runter mit den Crocs, ist überhaupt kein Problem. Hallo. Hi, mein Held, aufpassen. Spaziergang. Was? Gut. Ich bin am Wippern. Ja, klar bin ich am Wippern. Lea? Ja? Dein Schatz ist sicher zurückgekommen. Ja, aber er ist so am Wippern. Er ist so angry. Ich bin auch im pubertierenden Alter, Schatzi. Ich glaube, das bleibst du auch immer, oder? Ja, ich glaube auch. Wenn ich 80 bin, ist meine Pubertät zu Ende. Wisst ihr, was das Allerbeste ist? Es gibt ein Loch in diesem Krog. Man kann hier durchschauen. Wie so ein Gulliloch ist das, wo dauernd Wasser reinkommt. Und wieder rausläuft. Was gibt es für Vorteile vom Eisbaden? Für mich ist das Wichtigste beim Eisbaden ist dieser mentale Aspekt. Egal wie lange und wie oft du eisbadest, es ist immer wieder eine Herausforderung und es ist immer wieder diese neue Vorbereitung, der Atemzyklus, diese Checkliste durchgehen, es ist wie Kämpfen und es macht einfach Spaß. Plus, es hat einige Benefits. So, eins in den Chat, wem das auch Spaß macht, immer machen würde, Eisbaden. 3, 9, ja. Ich fand das so schön, wo wir gemeinsam die Bewerbung Arctic Voyager durchgeschaut haben, wie viele Leute ins Wasser gehüpft sind. Wir haben sehr viele Leute Eisbaden gesehen. Ja, ist schon cool. Für den Körper. Dopaminausschüttung, Adrenalin- und Noradrenalinausschüttung und natürlich die entzündungshemmenden Aspekte. Eisbaden fördert natürlich auch die regenerativen Prozesse im Körper. Es verschließt Mikroverletzungen im Bänder- und Sehnenapparat, fördert die Blutung, das trägt zur Regeneration bei. Und den Mythos, dass man davon krank wird, ja, das hat natürlich was mit Training zu tun. Die meisten Leute denken, okay, ich gehe in kaltes Wasser, ich erkälte mich, ich werde krank. Nein, werdet ihr nicht. Nehmt euch Zeit dafür. Praktiziert das Ritual. Es ist mehrfach wissenschaftlich bewiesen. Früher, als wir noch nicht zivilisiert in der Art und Weise waren, waren wir auch der Kälte ausgesetzt. Unser Körper ist dafür konzipiert. Wo Kälte ist, ist auch Leben. Und wir sollten viel mehr zu unseren Urinstinkten zurückkehren. Wie fängt man am besten mit dem Eisbaden an? Ich habe mit Eisbaden dadurch angefangen, dass meine Mutter es immer praktiziert hat. Das war mein Glück. Ich bin damit aufgewachsen. Mein Tipp an euch, geht kalt duschen mit einer Wechseldusche. Das heißt, ihr macht euren Atemzyklus 30 bis 40 Atemzüge komplett einatmen, ausatmen. Dann geht ihr in die Dusche. Achtet darauf, dass ihr euren Atemrhythmus haltet. Euer Atem ist euer Rhythmus am Ende des Tages. Und wenn ihr euch dann irgendwann ganz sicher fühlt, dann könnt ihr zu zweit an den See gehen und auch im Winter auf Eisbaden. Das ist der Prozess. Das ist wie ein ganz normales Training. Ihr werdet mental stärker werden. Eure Stressresilienz wird größer werden. Ihr werdet dort in allen Bereichen profitieren. Eure Performance wird sowohl im Alltag als auch im Sport steigen. Ich liebe Eisbaden. Oh, das war ein flottes Ende. Jawohl, Stefan, keine Zeit für Urlaub. Der Eisbadrekord will gebrochen werden. Ha, ich weiß, der ist an irgendeinem Ding dran, ey. Ja, an irgendeinem Rekord. Aber es ist wahrscheinlich der, wie heißt denn der ganz spitz, der, den jeder kennt hier. Mann, wir hatten eine, ganz viel mit Eisbaden. Ihr schreibt es jetzt wahrscheinlich im Chat. Mann, warum fällt mir denn der Name heute? Wim Hof, genau, Wim Hof. Der hält der, glaube ich, oder? Kann das sein? Wim Hof Aktien. So.